Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einem weiteren Beitrag in der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Wir haben jetzt inzwischen die homogene Wellengleichung wirklich zu Genüge betrachtet, haben die Ausbreitung, verschiedene Arten der Ausbreitung kennengelernt und zuletzt auch den Übergang von Wellen an der Grenzfläche zwischen homogenen Medien betrachtet. Es wird also Zeit, uns mal darum zu kümmern, wie denn solche Wellen tatsächlich überhaupt erzeugt werden. Und Sie werden sehen heute, dass wir dafür eigentlich nur das zusammensetzen müssen, was wir an verschiedenen Stellen dieser Reihe jetzt schon gelernt haben, sodass das ein relativ kurzer Beitrag werden wird, obwohl tatsächlich inhaltlich eine ganze Menge Neues dabei ist. Wir fangen an daran, dass ich nochmal Sie daran erinnern möchte, wie wir denn auch in der Vergangenheit die Entkopplung der Maxwell-Gleichungen betrachtet haben. Wir haben das ja im dem Beitrag elektromagnetische Wellen 1 Grundlagen schon gemacht und hatten dabei auch schon die Entkopplung durchgeführt, auch für den Fall, dass wir eine Anregung haben. Ich möchte nochmal daran erinnern, wir haben dann eben eine Beziehung zwischen dem Skalarpotential und dem Vektorpotential und den Feldern in dieser Form, also B ist gleich Rotation A und E ist gleich minus Gradient Phi minus dA nach dT. Und wenn wir jetzt eben für die Potenziale das Ganze entkoppeln, dann ergeben sich, je nachdem, welche Eichung wir verwenden, auch da geben, falls nochmal nachschauen, was eine Eichung ist, verschiedene Fälle. Und wenn wir das Ganze in Coulomb-Eichung, die wir im Zusammenhang mit Wellen auch Strahlungseichung genannt haben, hinschreiben, nochmal zur Erinnerung, Coulomb-Eichung, darunter verstehen wir den Fall, dass wir Divergenz A zu 0 setzen. Wir haben, das ist ja Gegenstand der Eichung, eine Wahlfreiheit, wie wir Divergenz A setzen können. Und wenn wir Divergenz A gleich 0 setzen, dann bekommen wir Gleichungen in dieser Form. Da, die sind jetzt eben noch nicht entkoppelt für die beiden Potenziale. Es sei denn, wir betrachten ein Gebiet, in dem keine Quellen mehr sind. Dann könnten Sie natürlich hier d Phi nach dt in der zweiten Gleichung 0 setzen und dann hätten Sie tatsächlich eine Gleichung, die Ihnen die Felder letztendlich nur aus dem Wissen des Vektorpotentials heraus bestimmt. Deutlicher sieht man das vielleicht im Bereich der Lorentz-Eichung. Lorentz-Eichung bedeutet, dass ich Divergenz A so setze, dass Divergenz A plus Epsilon μ d Phi nach dt gleich 0 ist. Und in dem Fall entkoppeln die Gleichungen für die Wellengleichungen für die Potenziale in dieser Form. Und wir haben eben eine Gleichung für Skalarpotential, in der jetzt als Quellterm die Volumenladungsdichte auftaucht. Und wir haben eine vektorielle, also drei Wellengleichungen für das Vektorpotential, in dem eben die Stromdichte als Quellterm auftaucht. Und diese Gleichung sind zu lösen und ja, Sie erinnern sich vielleicht daran, dass wir schon gesagt haben, ja, eigentlich brauchen wir in so einer Situation das nicht zu wissen für eine beliebige Anregung, sondern es reicht, das zu wissen für eine deltaförmige Anregung. Dann, wenn wir diese Lösung haben, dann ist das die Greens-Funktion und aus der Greens-Funktion können wir dann die Lösung für beliebige Anregungen sofort hinschreiben. Und das können wir auch hier wieder machen und zusätzlich können wir eigentlich die Greens-Funktion, wir brauchen sie gar nicht auszurechnen, sondern wir können sie im Prinzip schon an dem, was wir vorher gemacht haben, ablesen. Wir haben nämlich im Abschnitt elektromagnetische Wellen 7 allgemeine Lösung die Kirchhoffsche Lösung kennengelernt und haben an der Kirchhoffschen Lösung uns auch das Huygens-Fresnelsche Prinzip klar gemacht.
Und das Huygens-Prinzip, das war ja dieses Prinzip mit den Elementarwellen, da steckte eigentlich die Wirkung einer deltaförmigen Anregung ja schon drin. Weil wenn wir eben am Ort R' zur Zeit T' eine Anregung haben, dann sagt das Prinzip von Huygens-Fresnel, dass dann an einem anderen Ort eben nur die Elementarwellen einen Beitrag leisten können, die den richtigen Abstand zum Beobachtungspunkt haben. Und dieser Abstand ist natürlich gegeben durch die Ausbreitungsbedingungen der Welle. Sprich, in der Kirchhoffschen Lösung, im Huygens-Fresnelschen Prinzip, steckt die Greens-Funktion drin und wir können sie dann letztendlich auch einfach in dieser Form hinschreiben, wie sie hier hingeschrieben ist. Hier in diesem Argument R-R', das ist ja der Abstand zwischen dem Quellpunkt und dem Beobachtungspunkt, R-R' durch Vc ist ja eine Zeit und das ist natürlich gerade die Laufzeit. Und mit dieser Laufzeit kann ich das auch nochmal in dieser Form schreiben, dass ich sage, das ist nichts anderes als Delta T minus T retardiert. Wir bezeichnen das als die retardierte Zeit. Das ist dann nichts anderes als T minus eben diese Laufzeit. Greens-Funktion, die dann auf diese Art und Weise rauskommt, das ist die retardierte Greens-Funktion. Man kann das auch rein formal alles ausrechnen, das glauben Sie mir hoffentlich, aber ich glaube, es ist konzeptionell viel, viel lehrreicher, wenn Sie sich an der Stelle wirklich nochmal die Kirchhoffsche Lösung und das Huygens-Fresnelsche Prinzip anschauen und sich klar machen, warum eine Greensche Funktion genau in dieser Form sinnvoll ist. Das auszurechnen über Funktionentheorie und so weiter und Residuensatz ist alles möglich. Aber ich glaube, dass man mehr an der Stelle mehr lernt, wenn man es sich nochmal klar macht. Im Zweifelsfall finden Sie aber die Herleitung, die formale Herleitung natürlich auch in der Literatur. Also diese Zeit hier, das ist nichts anderes als die retardierte Zeit und es ist anschaulich gesehen nichts anderes als die Korrektur um den Zeitversatz, den die Ursache braucht, am Ort, wo sie die Wirkung entfalten soll, anzukommen. Das ist gerade eben die Laufzeit R-R' durch Vc. Und wenn wir auf diese Art und Weise die retardierte Greens-Funktion kennen, dann können wir natürlich, das wissen wir, die Lösung auch für beliebige Anregungen direkt hinschreiben. Diese Ausdrücke sind hier dargestellt. Im Zweifelsfall einfach nochmal im Kapitel Allgemeine Lösung nachschauen, wo wir die Greens-Funktion auch eingeführt hatten und wo wir ausführlich darauf eingegangen waren, wie man eben, wenn man die Greens-Funktion kennt, also die Lösung für eine Delta-Anregung, dann auch auf die allgemeine Lösung kommt. Gut, das heißt, an der Stelle könnte man jetzt Schluss machen und sagen, okay, wir kennen das Skalarpotential und wir kennen das Vektorpotential in Abhängigkeit von der Anregung und damit sind wir fertig, weil aus Skalar- und Vektorpotential können wir dann auch wieder die Felder ausrechnen und haben dadurch die komplette Lösung. Wir machen aber an der Stelle noch nicht Schluss, sondern wir werden es uns noch ein klein bisschen weiter anschauen. Bevor wir das machen, vielleicht noch mal ein paar allgemeine Lösungen dazu, also ein paar allgemeine Bemerkungen dazu. Wir haben also hier die beiden Lösungen noch mal hingeschrieben. Hier ist auch noch mal die entsprechende Geometrie dazu, sprich R' wäre ja ein Quellpunkt, über den dann integriert wird. Das Volumen wäre jetzt hier dieser grüne Bereich, in dem dann eben die Quelle dann auch lokalisiert ist. R ist der Beobachtungspunkt, da sind wir zu einem bestimmten Zeitpunkt T. Und R-R', was hier jeweils eben auftaucht, das ist ja nichts anderes als der Differenzvektor zwischen diesen beiden Punkten, also der Vektor zwischen dem Quellpunkt und dem Beobachtungspunkt. Und ja, damit wird nochmal klar, dass eben hier R-RT durch Vc nichts anderes ist als die Zeit, die
die Ursache braucht, bis zum Ort der Wirkung zu propagieren. Das ist also nichts anderes als die Laufzeit. Wir reden hier immer von retardierten Lösungen und retardiert heißt genau, dass hier eben ein T minus diese retardierte Zeit steht oder T minus die Laufzeit steht. Rein formal, wenn man das also formal herleitet, kommt man dazu, dass auch ein T plus R minus R' durch VC Lösung wäre. Das sind dann die sogenannten avancierten Lösungen, die können hier aber ausgeschlossen werden, weil sie eben nicht kausal sind. Kausal ist eben gerade, dass wir die Wirkung zu einem späteren Zeitpunkt am Ort, an einem entfernten Ort sehen und nicht zu einem früheren Ort an einem entfernten Ort sehen. An der Stelle ist also wieder ein Unterschied zwischen der Mathematik, die auch die avancierten Lösungen zulässt, und der Physik, die aber die akausalen Lösungen ausschließt. Und an der Stelle hier wird jetzt, glaube ich, auch etwas klarer, was wir mit quasi-stationär immer gemeint haben. Da haben wir so ein bisschen rumgedruckst, wann ist eine quasi-stationäre Betrachtung möglich. Und hier wird jetzt klar, eine Stasi-quasi-stationäre Betrachtung wird eben möglich, wenn diese Laufzeiten hier im Vergleich so klein sind, dass wir die Retardierung vernachlässigen können oder anders ausgedrückt, dass die Retardierung für alle Orte die gleiche ist und dann können wir es einfach vor das Integral ziehen. Das werden wir auch nachher nochmal sehen. Also, sprich, quasi-stationäre Betrachtung heißt, wir brauchen die Retardierung nicht zu betrachten. Wir schauen uns jetzt, um das etwas genauer zu analysieren, mal ein räumlich beschränktes Quellgebiet an. Das ist eine sehr naheliegende Beschränkung, weil wir haben es, wenn wir es mit Wellenausbreitung zu tun haben, eben sehr häufig so die Situation, dass wir die Welle an einer in irgendeinem Gebiet, man nennt das dann häufig auch Antenne, erzeugen und dann propagiert sie eben woanders hin und an diesem anderen Ort würden wir sie dann wieder analysieren. Das heißt, dass wir ein räumlich beschränktes Quellgebiet haben. Das ist eine sehr naheliegende Annahme, wenn wir es mit Wellen zu tun haben. Und außerdem nehmen wir an, dass wir eine harmonische Zeitabhängigkeit haben. Das haben wir jetzt schon an vielen Stellen kennengelernt. Wir wissen, dass das sehr günstig ist und dass es auch keine wirkliche Einschränkung ist, weil wir über Fourier Synthese immer beliebige Zeitabhängigkeiten uns zusammen synthetisieren können. Und es ist zweckmäßig deswegen, weil wir dann einige Differentiale direkt ausführen können und zu algebraischen Termen umformen können. Also harmonische Zeitabhängigkeit heißt, wir nehmen jetzt also an, dass unser J, was wir ja an einem Ort R' auswählen können, eine harmonische Zeitabhängigkeit hat. Das heißt, wir können es darstellen, die physikalische Größe als Realteil eines Phasors mit einer komplexen Amplitude J von R' und einer expliziten Zeitabhängigkeit E hoch J Omega T. Und jetzt interessiert uns das ja nicht zum Zeitpunkt T, sondern zum Zeitpunkt zum retardierten Zeitpunkt T minus Laufzeit. Und ja, wenn ich diesen anderen Zeitpunkt einsetze, bekomme ich offensichtlich diesen Ausdruck, sprich ich kann die beiden Summanden in der E-Funktion auch auseinandernehmen. Das eine ist eben das normale E hoch J Omega T und dann gibt es einen zweiten Term E hoch minus J Omega R minus R' durch VC. Und Omega durch VC ist ja nichts anderes als K. Also eigentlich müssen wir vorher noch das VC durch das VP ersetzen, aber die Phasengeschwindigkeit und Ausbreitungsgeschwindigkeit sind bei den Wellen, die wir hier betrachten, ja identisch, sodass wir also diese Form bekommen für unsere anregende Größe. Und das können wir natürlich einsetzen in das komplexe Vektorpotenzial.
A Komplex von R ist dann eben μ durch 4 Pi und dann das Volumenintegral über E hoch minus JK R minus R' durch R minus R' Betrag und dann eben mal das komplette J. Die Greens-Funktion ist jetzt letztendlich eben in harmonischer Näherung eben die, die hier steht. Das ist also die Greens-Funktion nochmal zusammen mit dem 1 durch 4 Pi. Natürlich die retardierte Greens-Funktion. Und die Retardierung steht letztendlich in dem E-K-R-R' jetzt enthalten. Das Ganze ist natürlich jetzt im Bildraum hingeschrieben und deshalb als Fourier-Transformierte der retardierten Greens-Funktion im Ortsraum zu verstehen. Ja, und diese Formel hier, die können wir jetzt natürlich uns noch mal etwas genauer anschauen. Dabei insbesondere uns natürlich die Terme, die hier in der E-Funktion oder auch im Nenner auftauchen, mal anschauen. Das heißt, wir brauchen eigentlich noch mal eine Aussage, wie sieht das eigentlich aus mit R-R' in dieser E-Funktion? Und was ist eigentlich mit 1 durch R-R', was ja hier nochmal auftaucht? Können wir da noch Vereinfachungen vornehmen? Und das führt uns dann auf den Begriff der sogenannten Strahlungszonen. Dafür hier nochmal das Bild. Wir haben ein räumlich beschränktes Quellgebiet. Wir haben gesagt, wir können das einbetten in eine Kugel mit Durchmesser D. Das ist durch diese gestrichene Linie angedeutet. R' sind unsere Punkte in diesem Quellgebiet. R ist der Beobachtungspunkt, das ist hier dieser bläuliche Vektor und R-R' wieder der Verbindungspunkt vom Quellpunkt zum Beobachtungspunkt. Und wenn wir jetzt Näherungen machen wollen für R wesentlich größer als R', das heißt, wir nehmen an, dass das Quellgebiet doch kompakt ist und wir interessieren uns für einen Punkt weiter draußen außerhalb des Quellgebietes, dann können wir uns anschauen, was ist R-R'-Betrag denn eigentlich? Und das sieht man natürlich an dieser Grafik letztendlich schon. Ich kann R-R'-Betrag, also die Länge dieses orangen Vektors, ganz gut dadurch approximieren, dass ich von R die Länge der Projektion von R' auf R, das ist dieses Stückchen hier, einfach abziehe. Das ist das, was hier steht. Also R-R' ist ungefähr die Länge von R minus die Länge dieser Projektion. Die Länge dieser Projektion ist R' mal Einheitsvektor in Richtung R. Und ja, das kann ich natürlich auch umschreiben. Ich kann das R ausklammern, dann ist das R mal 1 minus Einheitsvektor R mal R' durch R. Das ist ein hilfreicher Ausdruck, um das R-R'-Betrag in der E-Funktion zu approximieren. Und wir haben ja auch noch den Kehrwert, den Nenner, also 1 durch R-R'. Und da brauchen wir natürlich nur den Kehrwert hiervon zu nehmen und zu wissen, dass 1 durch 1 minus x, das ist ja das, was hier auftauchen würde, für x wesentlich kleiner als 1, ungefähr 1 plus x. Und das x ist ja jetzt dieser Ausdruck und für r wesentlich größer als r' ist das natürlich kleiner als 1. Wir können also diese Näherung annehmen und bekommen dann auf die einfache Aussage 1 durch r-r'-Betrag ist dann ungefähr gleich 1 durch r mal 1 plus er mal r' durch r. Und wenn wir das, das sind die beiden Terme, wenn wir die jetzt weiter analysieren und uns verschiedene Fälle anschauen, dann gibt es eben einmal den Fall der sogenannten Nahzone. Das heißt,
Mein R ist zwar immer noch weit weg vom Quellgebiet. Ich bin nicht etwa im Quellgebiet, ich bin außerhalb des Quellgebiets, ausreichend weit außerhalb des Quellgebiets, dass ich diese Näherung machen kann. Aber mein R ist auf der anderen Seite immer noch klein gegen die Wellenlänge. Sprich, die Frequenz ist ausreichend klein, sodass die Wellenlänge so groß ist, dass sie größer ist als R. Und in dem Fall ist dieses E hoch minus JKR minus R', wenn ich für K gleich 2Pi durch Lambda setze und für R dann eben die Näherung einsetze, die ich hier habe, dann sehen Sie sehr schnell, dass, weil das Lambda jetzt wesentlich größer ist, dieser Ausdruck hier eigentlich 0 ist. Das heißt, ich habe hier ein E hoch minus J 0. Und das ist ja genau der Term, der eigentlich die Retardierung zum Ausdruck bringt. Und dieser Retardierungsterm wird jetzt plötzlich 1. Sprich, ich brauche in diesem Fall überhaupt keine Retardierung. Das ist genau das, was ich eben gesagt habe. In dem Fall kommen wir im Prinzip rein in den Bereich der quasi stationären Lösung. Man nennt das dann auch gerne die statische Zone, wobei wir hier sehr wohl noch harmonische Änderungen von J ja haben. Aber wir haben keine Retardierung. Von daher ist der Bereich Nahzone vielleicht besser hier anzuwenden. Der andere Fall, der einfach zu analysieren ist, ist der Fall, dass wir jetzt sehr weit weg sind. Und zwar sehr weit weg sind, nicht nur im Sinne von R ist wesentlich größer als die Größe des Gebietes, sondern wir sind auch weit weg in Einheiten der Wellenlänge. Sprich, die Frequenz ist so hoch oder der Abstand so groß, dass eben Lambda sehr klein wird gegen die Wellenlänge. Und in diesem Fall kann ich hier eben ganz anders nähern. In dem Fall habe ich, dieser Vektor R-R' für alle Punkte im Quellgebiet im Prinzip gleich lang. Es macht, wenn ich nur ausreichend weit weg bin, überhaupt keinen Unterschied, ob ich einen Punkt hier oder einen Punkt dort oder einen Punkt dort betrachte. In guter Näherung ist der Vektor R minus R' immer gleich lang. Und ich kann ihn dann auch einfach als E hoch minus K mal R schreiben. Sprich, ich kann auch einfach sagen, na gut, das ist dann eben der Abstand von dem Punkt, den ich auch für die Messung von R genommen habe. Sprich, das wäre der Punkt, in dem ich tatsächlich die gleiche Retardierung für alle R' habe. Und dann kann ich diesen Term natürlich auch vor das Integral ziehen. Der ist ja dann nicht mehr von R' abhängig. Und das ist auch eine sehr, sehr gute Vereinfachung. Das heißt, das sind die beiden wesentlichen Vereinfachungen, wo Sie das Integral für das Vektorpotenzial vereinfacht bekommen. Einmal, Sie sind in der Nahzone, haben gar keine Retardierung. Die E-Funktion ist einfach 1. Und das andere, der andere Fall wäre der Fall, dass Sie die gleiche Retardierung für alle haben, dann können Sie den Faktor vors Integral ziehen und dann ist es auch wieder einfach. Wenn Sie dazwischen sind, also in der Übergangszone, dann ist es tatsächlich schwieriger. Dann müssen Sie wirklich das Ganze individuell analysieren. Wenn Sie insgesamt weit genug weg sind, dann können Sie zumindest noch vielleicht eine Entwicklung von 1 durch R minus R' benutzen, aber das sind die schwierigen Fälle. Und allgemein muss man sagen, ist das, was wir hier gemacht haben, nämlich die Lösung hinzuschreiben mit Hilfe der retardierten Potenziale, etwas, was formal zunächst mal wirklich sehr einfach durchzuführen ist. Sprich, ich habe die Integrale schnell hingeschrieben, aber außer den Spezialfällen, die wir jetzt gerade eben noch mal betrachtet haben, gibt es wenig Spezialfälle, in denen Sie diese Integrale auch einfach lösen können. Einige von diesen Spezialfällen werden wir beim Thema Antennen kennenlernen, Hertzsche-Dipol-Linearantenne, da geht das noch relativ gut.
Aber im Allgemeinen sind diese Integrale tatsächlich analytisch dann nicht mehr zu lösen, aber natürlich mit numerischen Methoden. Und deshalb ist es natürlich wertvoll, dass man diese Ausdrücke hat. Eine Bemerkung vielleicht noch. Wir haben diese Integrale jetzt hier tatsächlich nur für die Potentiale hingeschrieben. Wenn man die Analyse macht, stellt man fest, dass das auch tatsächlich wesentlich komplizierter wird, das für die Felder hinzuschreiben. Sie werden deswegen auch praktisch nirgends in der Literatur den Weg finden, dass jemand ein retardiertes E-Feld oder ein retardiertes B-Feld einführt und dafür Gleichungen, Integralgleichungen hat. Der Weg geht hier eigentlich immer über die retardierten Potentiale und die retardierte Greens-Funktion. Und das liegt ein bisschen an der Art und Weise, wie Sie ansonsten Randbedingungen formulieren müssten. Und zeigt an der Stelle auch nochmal, warum es gut und wichtig ist, dass wir die Potentiale haben. Das ist hier wirklich ein Fall, wo wir mit den Potentialen wesentlich schneller zum Ziel kommen, als das mit den Feldern möglich gewesen wäre. Gut, ja, das reicht hierfür und wir werden das jetzt auch nicht im Unterkapitel elektromagnetische Wellen weiter analysieren, sondern wir werden dann ein neues Unterkapitel anfangen, Antennen, wo wir spezielle Konfigurationen uns dann einfach nochmal anschauen werden. Ja, für jetzt, den Moment, bleibt mir nichts anderes übrig, als Ihnen dann nochmal ganz herzlich zu danken für Ihre Aufmerksamkeit und Sie wie immer auf die Webseite zu verweisen, wo Sie gegebenenfalls auch weitere Informationen finden. Besten Dank, bis zum nächsten Mal.